I was schooled by the hood, raised by the wolves, trained by the pain, adopted by gorillas, got a tank for a car, ice for arm, got tattoos for skin and stars for bras. So Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ist noch ein bisschen windig, aber durch das Mikro sollte das eigentlich ganz gut gehen. Heutiges Thema Kreatin. Ist Kreatin gut? Ist Kreatin schlecht? Sollte man es nehmen? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Und was ich davon halte? Ja, ganz einfach gesagt, ich bin ein großer Befürworter von Kreatin. Ich bin ein großer Fan von Kreatin. Ich nehme Kreatin seit 5-6 Jahren durchgehend. Da ist auch zunächst zu sagen, der Mythos, dass man es nur in einer Kur nehmen sollte, ist meiner Meinung nach auch komplett zu verachten. Also man kann es ruhig über einen längeren Zeitraum nehmen, auch jahrelang, wie gesagt, ist gar kein Problem. Das ist kein Anabolika oder irgendwas ja, ansonsten illegalen Substanzen, sondern es ist einfach nur eine ganz normale Pulverform meistens, die aber auch zum Beispiel in sowas wie Rindfleisch drin vorkommt. Das Problem ist nur, dass wir so viel Rindfleisch essen müssten, das wären so ungefähr ein Kilo, glaube ich, am Tag, um auf einen extra Effekt von Kreatin zu kommen. Und so oder so haben wir immer Kreatin im Körper und haben Kreatinspeicher. Also es ist was völlig Natürliches und nicht irgendwelche illegalen Substanzen oder irgendwas Chemisches jetzt. In dem Sinne, dass es dann auch noch einen extra Schaden auf dem Körper hat, ja? Also da müsst ihr euch gar keinen Kopf machen. Was tut Kreatin? Kreatin speichert Wasser in der Muskulatur, wodurch die Muskulatur natürlich ein bisschen praller ist und wodurch ihr einen kleinen Kraftzuwachs habt. Durch den erhöhten Kraftzuwachs könnt ihr natürlich mehr Gewichte bewegen und dadurch einen neuen Reiz für den Muskel setzen oder einen effektiveren Reiz für den Muskel setzen und dadurch besser Muskel aufbauen. Wenn man das Kreatin dann wieder weglässt, geht ein gewisser Teil von dieser Kraft oder der größte Teil leider auch wieder ein bisschen weg, weil das Wasser auch wieder aus der Muskulatur rausgeht. Ja. Deswegen, da es keinen Schaden gibt, wenn man es durchgehend nimmt, kann man es einfach durchgehend nehmen. Ja? Dann hat man durchgehend den positiven Effekt. Und die Mindestmenge an Kreatin hat man so oder so, weil Kreatin ja in der normalen Ernährung vorkommt, so, sage ich mal, überlebensnotwendiges Kreatin. Ja? Wir führen jetzt nur extra was zu, um noch einen gewissen Effekt aufs Training zu haben. Kreatin ist auch super für die Explosivkraft, für die Maximalkraft, für die Schnellkraft, deswegen auch für die Kampfsportler super. Natürlich müsst ihr mit einrechnen, dass durch das gespeicherte Wasser in der Muskulatur auch das Gewicht ein bisschen hochgeht. Ja? Das heißt, wenn ihr dann einen Kampf habt mit einem niedrigen Gewicht, setzt ihr das Kreatin entweder ab und habt dann zwar ein bisschen weniger Kraft, aber habt natürlich mit der in der Vorbereitung mit dem Kreatin ja geübt und habt dann natürlich auch eine gewisse Kraft. Ja? Wenn ihr dann das Kreatin absetzt und ein Kilo runtergeht, ist ja nicht so, dass ihr alles verlernt habt oder so oder die ganze Kraft weg ist. Deswegen macht das natürlich in dem Fall auch Sinn für die Kampfsportler. Auch ist noch so ein Mythos, dass Kreatin irgendwie aufschwemmend wirkt, ja, dass man irgendwie aufgeschwemmt aussieht, ist auch Bullshit, wenn ich das mal so sagen darf, weil Kreatin in der Muskulatur gespeichert wird und nicht in der Haut. Ja? Es ist in der Muskulatur, deswegen auch gerade in der Diät super sinnvoll, weil ihr A, immer noch ein bisschen Kraft halten könnt oder es auch effektiver halten könnt und B, die Muskulatur trotzdem einigermaßen voluminöser oder ja genau, einfach voluminöser aussieht, als wenn ihr kein Kreatin nehmen würdet, weil das Wasser trotzdem in der Muskulatur ist. Ja? Also macht es auch in der Diät Sinn. Genau, zudem ist Kreatin das besterforschteste Supplement überhaupt. Ja? Also es gibt zu keinem Supplement so viele Studien wie zu Kreatin und es ist wirklich sonnenklar, Kreatin wirkt. Es gibt einen ganz wenigen Prozentsatz an Leuten, die sind Non-Responsers, das heißt, da nimmt der Körper das Kreatin nicht so an. Ist nicht schlimm, nur die haben nicht diesen extrem positiven Effekt wie andere Leute. Und ansonsten Kreatin eine super Sache, ihr habt keinen Schaden. Achtet darauf, dass ihr trotzdem genug trinkt. Auch dieser Mythos, Kreatin ist schlecht für die Nieren. Das gilt für Leute, die bereits eine Nierenvorbelastung haben. Ja, eine Nierenvorbelastung und dann zu wenig trinken und dann hohes Kreatin nehmen, also eine hohe Menge an Kreatin nehmen. Dann kann sich das schädlich auswirken. Wenn ihr aber keine Nierenvorbelastung habt, müsst ihr euch darum schon mal gar keinen Kopf machen. Und ihr müsst dann einfach auch genug trinken, ja? Damit der Körper ja auch dieses Wasser einspeichern kann. Genau. Und genau, kein Alkohol ist sinnvoll, was tut Alkohol? Alkohol entwässert, also habt ihr diesen positiven Effekt von Kreatin dann praktisch zunichte gemacht. Und genau, ihr müsst auch mal ein bisschen gucken, Kreatin wirkt manchmal erst so nach 1-2 Wochen, weil das ganze Wasser muss natürlich erstmal in die Muskulatur gezogen werden und das ist nicht von heute auf morgen getan. Deswegen jeden Tag 5 Gramm Kreatin empfehle ich, 5 bis ja, maximal 10 Gramm am Anfang, aber sonst reichen wirklich immer 5 Gramm. Das jeden Tag, auch an trainingsfreien Tagen, jeden Tag
Kreatin. 5 Gramm, nimmt es nach dem Training, nimmt es vor dem Training, aber immer alle 24 Stunden. Das heißt, ob ihr das zum Frühstück nehmt oder vor oder nach dem Training, ist im Endeffekt egal. Nur, ihr müsst es immer in diesem Zeitraum nehmen, ja? Also immer in den 24 Stunden. Am nächsten Tag müsst ihr es dann wieder ungefähr dann nehmen. Ich empfehle es an sich, gutes nach dem Training, da ist der Körper eh sehr Nährstoff, also möchte sehr gerne sehr viel Nährstoffe aufsaugen, sage ich jetzt mal. Oder direkt einfach nach dem Frühstück. Ja, könnt ihr auch nehmen oder zum Frühstück, wie ihr mögt. Wie gesagt, aber das ist erstmal zweitrangig und dann genug trinken und jeden Tag, auch an den Tagen, wo ihr nicht trainiert, immer die 5 Gramm Kreatin zu euch nehmen. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja, ansonsten, das ist jetzt so meine Meinung zu Kreatin. Welches Kreatin könnte man jetzt noch sagen? Ich empfehle normales Kreatin-Monohydrat mit dem Creapur-Siegel. Das Creapur-Siegel sagt da praktisch aus, dass es das reinste Kreatin ist und in Deutschland hergestellt ist. Ja, das ist ganz wichtig, damit ihr nicht irgendeinen Bullshit kauft. Und es ist wirklich eins, auch tatsächlich der günstigsten Supplements. Ja. Man hat da meistens so 500 Gramm für 15, 16, 17 Euro in der vernünftigen Qualität. Und das hält dann halt auch 2-3 Monate locker. Ne. Das ist halt echt, also da gibt es echt nichts. Ich empfehle es wirklich jedem. Und da braucht ihr auch kein Superkreatin, Krealkalin, Superkapseln. Ja, das ganz normale Monohydrat reicht komplett aus. Ihr schmeißt bei den anderen Produkten meistens nur euer Geld raus. Wenn ihr Angst habt, dass das irgendwie nicht richtig aufgenommen wird oder was weiß ich, dann nehmt einfach 2-3 Gramm mehr. Ja, und dann landet wirklich auch alles im Körper, wenn ihr da irgendwelche Bedenken habt. Ja. Aber ansonsten braucht ihr da keine Bedenken haben. 5 Gramm jeden Tag, genug Wasser, kein Alkohol und dann ordentlich Gas geben beim Training und dann wird das alles. Ja. Das ist meine Meinung. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr noch weitere Fragen zu Kreatin habt oder ein gutes Kreatinprodukt haben wollt, dann schicke ich euch gerne einen Link. Schickt mir sonst auch eure Fragen gerne privat, dann beantworte ich die natürlich auch. Schreibt mir auch gerne unten, was ihr noch für Videos haben wollt, zu welchen Themen. Und wenn ihr einen Trainings- oder Ernährungsplan braucht oder Personal Coaching von mir haben wollt, dann schreibt mir auch gerne eine Nachricht. Ja? Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein.